Hi, wir sind Christine und Felix vom Nähmaschinenhaus Scharschuh und wir haben heute was ganz Besonderes. Vor allem was ganz Besonderes ganz am Ende dieses Videos. Also schaut es unbedingt bis zum Schluss, da haben wir nämlich noch was Besonderes vorbereitet. Aber eigentlich geht es ja heute gar nicht um uns. Ja, das stimmt. Wir haben heute nämlich zwei andere Personen mitgebracht, unsere Mama und unseren Papa, die Conny und den Jörg. Und für die haben wir ein paar Fragen vorbereitet, weil wir wollen eigentlich wissen, wie es denn eigentlich zum Geschäft kam, beziehungsweise, dass sie das Geschäft führen. Und um genau zu sein, feiern wir dieses Jahr einige Jubiläen und das hier ist wieder eins und bleibt mal gespannt, was jetzt gleich alles kommt. Schön, dass ihr da seid. Es war ja nicht selbstverständlich, dass wir heute hier, 30 Jahre später, gemeinsam sitzen und Jubiläum feiern. Wie kam es eigentlich dazu? Soll ich anfangen? Okay. Ja, wie kam das dazu? Wenn wir vielleicht ganz am Anfang anfangen, dann ist vielleicht so ein bisschen das Kreative und das Handarbeitstechnische bei mir vielleicht in die Wiege gelegt worden. Nachdem schon der Papa meines Vaters in Mindelheim ein Nähmaschinenhaus hatte, meine Eltern hier das Nähmaschinenhaus gegründet haben, irgendwie ist man damit natürlich aufgewachsen. Und ich glaube, spätestens als wir in der vierten Klasse dann das Nähen angefangen haben, also Nähmaschinen benutzen durften, eine ganz tolle Handarbeitslehrerin hatten und ich mein erstes Kuscheltier nähen durfte in der vierten Klasse, war es eigentlich drum geschehen. Und Nähen war irgendetwas, was zum Leben dazugehörte. Wieso habt ihr 1994 dann mit Nähen macht Spaß angefangen? Nähen macht Spaß ist eigentlich dadurch entstanden, weil mein Schwiegervater damals gesagt hat, habt ihr keine Lust, das Geschäft weiterzumachen. Wir haben beide ganz andere Berufe gehabt, aber mich hat die Technik interessiert und die Conny, wie man eben schon gehört hat, hat es in der Kindheit schon Spaß gemacht zu nähen, in der Jugend. Und ich fand die Technik faszinierend von der Nähmaschine. Und für das Geschäft haben wir eigentlich wenig Ambitionen gehabt. Aber das Gesamte, Kreative und die Technik haben uns dann doch gereizt und wir haben gesagt, okay, aber dann muss es Spaß machen. Und so ist eigentlich Nähen macht Spaß entstanden. Ich finde auch, es war damals eine Zeit, wo wir sehr persönlich auch bei den damaligen Nähmaschinenzulieferern mit ins Boot genommen worden sind, wo man gesagt hat, kommt mit, kommt zu den Kursen mit, geh in die Technikerschulung, geh in die Kreativschulungen. Das war alles eine sehr persönliche Sache. Und das hat irgendwie wie eine große Familie, einfach alle haben zusammen gehört und man hat gemeinsam sehr, sehr viel gelernt. Und dadurch hat man sich natürlich auch immer mehr interessiert für das Ganze, obwohl es nicht unser Job war in diesem Moment. Und irgendwann, naja, würde ich sagen, war, nachdem unsere Tochter Christine schon auf der Welt war und ich in Elternzeit war, aber doch ein bisschen im Geschäft mitgeholfen habe, das Thema zweites Kind. Ja, Felix, zweites Kind, du wärst sonst nicht da, wenn ich weiter Vollzeit arbeiten gegangen wäre. Und so hat man halt, so wie man es jetzt auch heute in der Welt gerne macht oder ja, wie man es vielleicht gerne möchte, Beruf und Familie zu vereinen, das damals irgendwie seinen Lauf genommen und wir gesagt haben, okay, hier zusammen können wir das im Grunde genommen super schön machen. Aber besonders am Anfang wart ihr ja auch noch sehr viel unterwegs. Ihr habt gelernt, gerade du, Jörg, warst ja auch in den Technikerschulungen bei den unterschiedlichen Firmen, hast direkt von ihnen gelernt. Ich hatte noch das Glück damals, 1994 gab es in Bielefeld noch eine Nähmaschinenschule und dort konnte man wirklich noch richtig viel über die Nähmaschinentechnik, über das Reparieren, Einstellen und so weiter lernen. Dann hatte ich noch das Glück, Pfaff hatte noch die Fabrikation in Karlsruhe. Auch dort konnte man noch hin und hat wirklich viel, sowohl Nähen als auch Reparieren gelernt. Und auch bei Husqvarna in Offenbach gab es damals eine eigene Werkstatt, wo man hingehen konnte. Und auch das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und es war einfach faszinierend und interessant. Das erste Highlight, woran ihr euch gerne auch erinnert, erzählt uns mal bitte davon. Da müssen wir erst noch ein kleines Utensil aus dieser Zeit auf den Tisch stellen. Das ist der erste Preis, den wir erhalten haben, der uns verliehen wurde aufgrund eines vorbildlichen Services, der kreativen Nähkurse, der Kundenzufriedenheit und dass wir uns einfach damit bemüht haben, die Kunden an uns zu binden, ihnen zu zeigen, wie schön Nähen sein kann und wie viel Spaß das macht.
Und dann haben wir auch relativ bald oder kurz vorher schon mit Nähkursen begonnen, Patchwork-Kursen, Kreativkursen. Es gab halt dann keine Fische mehr, sondern es gab Bären und solche Dinge, die da schon hier genäht worden sind. Noch ganz kurz vielleicht, der Preis wurde uns in Amerika verliehen. Wir wussten gar nicht, als wir dorthin eingeladen worden sind, dass das passiert und dass wir mit Händlern auf einer Bühne stehen, die also viel, viel größer sind als wir, wo wir ja hier in Kaufbeuren-Neugablonz eigentlich eher ein kleines, sehr persönliches, sehr familiäres Geschäft betreiben, was auch schon immer so war und was auch so weitergehen soll, auf das wir auch sehr, sehr viel Wert legen. Aber ihr wart ja gar nicht vergleichbar groß. Wieso wurdet ihr denn überhaupt geehrt? Genau aufgrund dessen, was der Jörg gerade gesagt hat, weil damals der Chef von Husqvarna Viking festgestellt hat, dass diese Art des Geschäftsbetreibens, also das Nähen macht Spaß in den Vordergrund stellen, die Kundenzufriedenheit in den Vordergrund stellen, einfach den Service auch mit Reparaturen in den Vordergrund stellen, bei uns sehr, sehr ausgeprägt ist, obwohl wir eigentlich so ein kleines familiäres Geschäft sind. Und das hat er damals einfach ehren wollen, so hat er das auf der Bühne auch erzählt. Und ja, in einem Saal von 1500 Menschen war das schon sehr imposant. Wir machen einen zeitlichen Sprung. 2013 habt ihr dann weitere Verstärkung erhalten. Allerdings, so wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, also wie gesagt, ohne den Einstieg hier ins Nähmaschinengeschäft hätte es dich nicht gegeben und du bist ja dann nach dem Abitur, man hat ja vielleicht so eine Phase, wo man dann mal erst nicht weiß, was man ganz kurz macht und bist dann zu uns ins Geschäft gekommen und ja, Jörg, du hattest eigentlich gleich die richtige Idee für ihn. Ja, wir haben dann seit vielen, vielen Jahren in Kempten auf einer ganz, ganz großen Wirtschaftsmesse ausgestellt immer und Felix hat damals beim Beginn seines Studiums gemeint, er braucht Geld. Und da haben wir gesagt, Geld gibt es für Arbeit. Und dann geht doch mit uns auf die Kemptner Festwoche. Und dann haben wir die Ape, die er schon seit einem Jahr gefahren hat, mitgenommen und mit Garnen und mit Nähzubehör ausgestattet. Und der Felix hat einen Teil unseres Standes damit gefüllt und hat die Männer begeistert mit dem Fahrzeug und die Frauen mit dem ganzen Zubehör, was wir dabei hatten. Und damit hat eigentlich eher gesehen, wie nett das ist und wie viel Spaß das machen kann, was wir da so tun. War das anstrengend für euch, besonders in Bezug auf die Neuerungen? Du meinst in Bezug auf dich? Naja gut, ich meine, junge Nachwuchstalente haben natürlich auch viele Ideen. Und Ideen, die neu kommen, wenn man so eigentlich schon sehr viel macht, was man schon viele Jahre lang macht, können auch anstrengend sein. Aber können natürlich auch ganz, ganz viel dazu beitragen, dass es weitergeht und dass einfach das Innovative in den Vordergrund rückt. So, und 2023 kam dann meine Schwester Christine mit dazu, ist mittlerweile, ich würde sagen, unser wichtigstes Mitglied in der Werkstatt. So sind wir jetzt inzwischen zu dritt in der Werkstatt für all eure Maschinen und alles andere. Ja, und 2024, jetzt 30 Jahre später, sitzen wir zu viert hier, freuen uns, dass wir Nähen macht Spaß mit euch gemeinsam zelebrieren dürfen und wir würden euch gerne auch noch eine Kleinigkeit jetzt dann gleich mitgeben. Aber mir wurde zugetragen, du möchtest noch was sagen zuerst. Der Jörg möchte noch was sagen. Oh. Ja, wir möchten auf jeden Fall, oder wir sind einfach stolz darauf, dass wir das Glück haben, dass unsere Kinder sich es rausgesucht haben, mit uns gemeinsam Nähen macht Spaß zu praktizieren, viele nette Kunden zu haben, die Kunden beraten zu können. Und wir haben jeden Tag, glaube ich, Freude, wenn wir hier sind und genießen es, gemeinsam zu arbeiten. Und das ist einfach toll. Und dafür auch euch beiden danke. Dankeschön. Ja. Und um euch Danke zu sagen, haben wir uns Folgendes überlegt. Wir würden euch gerne mit dem Rabattcode, wir blenden euch das oben auch nochmal mit ein, vielleicht kriegen wir das über unseren Köpfen noch mit rein, einen Rabatt über 30% auf unser gesamtes Zubehör, aber nur im Aktionszeitraum vom 11. bis 14. Oktober 2024. Möchten wir euch einen Rabatt geben, gebt dafür den Gutscheincode in unserem Warenkorb ein. 30 Jahre. Vielen Dank und auf viele weitere Jahre. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.